R-E-W-I-N-S-I-D-E. Home normal, nehmen normal das Maul. Was ist damit? Ich bin ja nicht im Malibu. Hallo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute der liebe Alphastein. Perfekt, Leute. Ich würde sagen, heute... Alter, wie du denn jedes Mal bringst, Alter, der... Lukas, was machst du denn hier im Channel? Lukas, ganz kurz. Leute, wir machen heute eine kleine Nicht-Lachen-Challenge, nur mit Alphastein. Ich weiß gar nicht. Lukas, wenn du schon dabei bist, kannst du auch gerne mitmachen. Gar kein Problem. Leute, danke, wir haben wieder YouTube-Kacke rausgesucht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Video. Und zwar heißt es, Domian berät die AfD. Das ist auf jeden Fall ein Video, was ich gerne sehen würde. Wieder mal erstellt von Sostrator, einem der guten 3. Ich werde sterben. 1, go. Was denn da bist? Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talker. Schön, dass ihr auch da seid. Heute ist Themennacht und das Thema habt ihr euch gewünscht und dann machen wir es auch. Und das Thema heißt, ich mag keine Ausländer. Ich möchte folglich sehr gerne mit Leuten sprechen, die Ausländer verprügelt haben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon mal einen toten Menschen fast getötet haben. Meine Ersten, über was reden wir? Ich bin in die AfD eingetreten im Jahr 2013. Ist das eine große Frage? Ja, es ist in der Tat so. Wir werden in den 19. Deutschen Bundestag einziehen als Alternative für Deutschland. Oh, da hört ja Spaß in das Lachen auf. Alternative für Deutschland. Das heißt auf Englisch Contenance, Contenance. Bist du bescheuert? Hast du eine Latte ab? Wenn ich dein Kind wäre. Ich wäre kurz davor, mir das Leben zu nehmen. Hä, was für eine Scheiße, Alter? Ich hab mir noch was viel, viel Bekannteres, Leute. Schaut mal hier. Richtig spicy, okay. Und zwar Tanzverbot, ja? Tanzverbot gegen Bosbach. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Warte, okay, also der erste hat mich noch nicht gekillt. Ja, halt's Maul! Ist das nur schlechter Stil oder kann Tanzverbot am Ende den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gefährden? Was? Und deshalb fragen wir heute, Alter, ganz ketzerisch, wäre die Welt ohne Tanzverbot ein besserer Ort? Das Thema bei Sandra Maischberger. Also. Spaltet Tanzverbot die Welt. Unsere Gäste, Wolfgang Bosbach, der CDU-Innenexperte, kritisiert den naiven Umgang mit Tanzverbot. Bei einigen Politikern gäbe es vielleicht sogar eine klammheimliche Sympathie. Jan van Aken, der linken Politiker aus Hamburg, hat einen Nickenden verprügelt und sagt, das ist mir scheißegal. Die Bundesfamilienministerin Katharina Lahl macht die SS für die SS-Eskalation verantwortlich. Der SS-Hauptkommissar Joachim Linders widerspricht heftig. Die SS habe vorbildlich reagiert. Und Hans-Ulrich Jörges, der Sternjournalist, schlägt Demonstranten ins Gesicht. Und Tanzverbot sagt, haut ab oder ihr landet im Krankenhaus. Hat Tanzverbot die Eskalation der Gewalt in Hamburg mit zu verantworten? Boah, Alter, ich muss rülpsen! Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie uns heute gefunden haben. Herzlich willkommen hier im Studio. Zugeschaltet ist Tanzverbot. Ja, Leute. Da bin ich. Ich bin Tanzverbot. Was? Mit dabei auf jeden Fall die Nougat-Blitz. Sie waren nicht in Hamburg, Sie haben die Bilder, wie wahrscheinlich ganz viele am Fern sehen, verfolgt, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie die Plünderungen gesehen haben, Straßenkreuz und alles. Ich hab nichts zu essen zu Hause. Wir wollen heute 3 Aspekte untersuchen, die Demonstranten, die Polizei... Wollt ihr mir sagen, ich habe Hausfall? Sieht das etwa so aus, als ob ich Hausfall habe? Ja! Tanzverbot. Wäre nett, wenn sie sich zurückhalten würden. Dann bist du halt nicht interessant für die Menschheit. Dann ist das halt so, das musst du dann aber auch akzeptieren. Doppelpiss an die Glühbirne. Tanzverbot. Das bin ich. Es ist ja erwiesenermaßen erwiesen. Eins nochmal gleich vergessen. Ja? Es geht nicht, dass Tanzverbot so lange und sagen kann, was er will. Ist ja gut gemeint, aber ihr kommt aus der Außenwelt und ich weiß nicht, wen ich vertrauen kann. Sie sind doch gar nicht dran. Ja, ja, ja. Was ist das für ein Bild für die Bevölkerung? Was? Was ist Chile? Der Satz ist ohne jeden Sinn. Gestern war auf meinem Double Cup Burger, da war so ein Tomatenstück drauf gewesen. Das ist keine einseitige Ernährung, also das kann mir kein Schwanz auf dieser gesamten World hier erzählen. Das Schlimme ist ja nicht nur, dass es Quatsch ist, was er sagt, sondern er weiß, dass es Quatsch ist. Da ist Burgerfleisch drauf, da ist Salat drauf, da ist Brot drauf, da sind Körner drauf. Und da haben sie übrigens in der Sache recht. Natürlich kann man auch nochmal so ein bisschen umschwitzen.
switchen auf Obst. Tatsächlich unterbrechen, weil wir tatsächlich mal fragen wollen, ob das eigentlich so stimmt. Es gibt einen Mann, der etwas gesagt hat, was ganz viele furchtbar zornig gemacht hat. Der Mann heißt Andreas und das ist das, was Andreas in den Kameras gesagt hat. Ich bin sauer, weil es um unseren Einkauf geht, weil wir erheblich von ihr, man sieht hier, was er angesprochen hat, kein Obst nicht im Haus haben. Das ist so dermaßen dumm, Alter. Man sieht, es ist Obst im Haus. Herr Bosbach, können Sie es also erklären? Ist Andreas gegen Gewalt oder doch ein bisschen dafür? Der erste Gedanke war natürlich, damit musste man rechnen, der zweite Gedanke. Hallo? Ich hoffe, Sie sind noch gar nicht jetzt dran. So Müll, Alter. Als übertriebener Vollidiot. Ich finde diese Äußerung von ihm unerträglich. Ey, du bist so ein Holzkopf. Kind. Es ist unerträglich mit ans Verbot. In einer Runde, ja. Wenn er als Oberzensor, als Oberintellektuelle... Qualität dieser Jan-Nugat-Bits, die sind einfach atemberaubend. Das hat mit Diskussion überhaupt nichts zu tun und daran möchte ich mich nicht mehr beteiligen. 1A Sahnespitze. Ich würde gerne versuchen, die Argumente irgendwie gesittet auszutauschen. Ich finde ja wirklich Tanzverbot einen Schaden. Ja, viele von euch wissen ja, dass ich an Anfang 8. Klasse die Schule abgebrochen habe. Können wir 10 Minuten, 15 Minuten gesagt, was aber ich mache und was nicht. Tanzverbot ist persönlich unerträglich. Komm, wir provozieren es. Wir provozieren es. Wir provozieren es. Jetzt muss ich mal eines tun. Jetzt muss ich Sie tatsächlich auch bitten, die Sendung zu verlassen. Ich habe euch auf jeden Fall alle ganz doll lieb. Sie sind auch ein Eiffelturm. Was? Das Ding ist, wird er da wirklich sitzen? Ich könnte mir so gut vorstellen, dass der auch so redet, Alter. Natürlich, er würde genau das machen, Alter. Er würde genau das machen. Okay, Lukas. Es gibt einen neuen aufreisenden Stern am YouTube-Kack-Himmel. Und zwar warte, ich hab was. Nein, ich will einmal... Ja, Leute, was geht ab hier am Start? Und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal hier auf meinem Video hier. Und auch herzlich willkommen zu einem richtig alten Format, was ich früher schon mal hatte. Die alten Formate. Und zwar ist das, ich pups gern. Ein oder andere sollte das Format ja noch von früher kennen, da habe ich das dann mit Marcel Davis zusammen auf meinem Kanal gemacht. Ja. Danke dafür, Alphastein. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Duell auf Drogen an. Bestes. Okay, komm. Korrekt. Okay, Leute, das ist politisch hochwertiger Content, ja? Ruhe bewahren. Ja. Okay. Wer jetzt lacht, hat verloren. Und herzlich willkommen auch im Namen meiner Mama zum TV-Duell zwischen Merkel und vielen Menschen und ihrem Herausforderer Martin Schulz. Guten Abend und herzlich willkommen Ihnen beiden auch. Und jetzt legen wir gleich los. So ist es. So. Nach Ihrer Nominierung waren Sie im Februar, März in den Umfragen ganz, ganz oben, fast schon auf dem Weg ins Kanzleramt. Danach kam der Absturz. Woher kommt es, dass so viele Bürger Ihnen ihr Vertrauen nicht schenken wollen? Darüber scheint es aber wieder nur ein Gesang. Zwischen Ihnen sollen Soldatinnen und Soldaten sagen, Gasengarten sagen. Ich wohne in einem Stadtviertel mit 95% Hasspredigern, Kindern und ich habe einen Bruder, der irgendwo in der Welt sitzt. Herr Schulz war immer ein ganz harten Koch. Wir vertiefen genau diesen Punkt. Unser erster Themenkomplex heute Abend soll eben der große Koch von Martin Schulz sein. Das sind Millionen Liter unterwegs aus Asien und Millionen wollen den großen Koch von Martin Schulz. Ist das etwas, was Sie eigentlich als bedrohend empfinden? Ich und Herr Schulz werden unter Drogen gesetzt. Und deshalb bin ich dafür, dass wir diese Flüchtlinge einfrieren. Und deshalb sind diese Flüchtlinge für mich überhaupt keine Menschen, auch nicht willkommen in Afrika. Wir müssen jetzt die weichen Flüchtlinge mit Wasserwerfern abschieben. Und daran arbeite ich. Jetzt ist Schluss. Wir haben heute Drogen genossen. Jedes Mal neue. Auch in den letzten 4 Jahren waren es neue. Ja, geil, Alter. Ich war auf einem Friedhof heute bei einer Massenvergewaltigung. Ein Zitat eines Großzoos. Ein großartiges Zitat. Alter, es gibt wohl noch ein richtig gutes. Ich möchte sehen, Wasserbüffel sind für den Arsch. Ich will mein Intro. Ich will mein Intro. Herzlich willkommen in unserem schönen, gemütlichen Zuhause. Nicht. Hallo, Andreas.
Und gefällt dir alles oder gibt's irgendwas? Ich dachte, wir trinken mal ein schönes Glas Wein zusammen. Das muss ich nicht unterbrechen. Du sollst mit mir in Ruhe mal ein Glas Wein trinken. Nein, nein. Du kommst nicht auf die Idee und lässt mir mal ein schönes Bad ein. Halt, stopp! Jetzt reicht es. Schönes Schaumbad. Das Bad mache ich so, wie ich will. Schön mit Teelichter. Ringsherum. Das Bad wird morgen nicht so gemacht. Wir können ja alles verderben, ehrlich. Immer deinen blöden Kommentar. Nein, jetzt hast du eine Schnauze! Du Oberzicke! Andrea will mit viel Gefühl mit ihrem Tauschvater einen Wasserbüffel zeugen. Hallo Andreas. Vielleicht wäre es gut, wenn wir uns mal treffen würden, um über Sex zu reden. Ich möchte die Tauschmutter nicht vernaschen und Wasserbüffel. Finde ich vollkommen scheiße. Oh, sowas für Arsch. Alter. Jetzt holt sie was. So was, was der mir geboten hat, das hat mir noch keiner geboten. Ich werde jetzt dir den Arsch geben, da stehe ich drauf. Das machst du mit mir nicht und ich hau jetzt ab hier. Entweder es wird so gemacht oder wir kriegen ein riesengroßes Problem. Nee, das ist nicht mein Ding, ich kann damit nicht umgehen. Dann gibt's Krieg. Das sag ich dir. lass ich nicht mit mir machen. Im Nachtisch hat Andreas genug von seiner Tauschmutter und ergreift die Initiative. Morgens heißt es Abschied nehmen von der geliebten Mutter Andrea. Ich bin beerdigt. Ja, für Mutti war es, glaube ich, schlimmer als für uns persönlich jetzt, denke ich mal. Ich fühle mich jetzt ja gerade wie im Himmel. Gibt es schön. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Dumm. Leute, man muss wirklich einfach nur zwei Wochen einfach weg sein und es wird so viel geile Scheiße produziert, Leute. Das war auf jeden Fall ein wunderschönes Video. Ich beende das jetzt hier einfach mal, weil ich keinen Bock mehr auf Lukas habe. Lukas? Ja, abonniert doch einfach auch allem. Alphastein, möchtest du noch was sagen? Ja, ich glaube, das reicht dann auch. Tschüss.